LinkedIn, Personal Branding und Public Relations. 3x3 Special diesen Freitag und du bist herzlich eingeladen. Aber lass mich von vorne beginnen. Was haben Public Relations mit der momentanen Situation zu tun? Corona, Krise? Eine kleine Fabel dazu. Eines schönen Tages, Mitte Mai, während der sich langsam am menschenleeren Horizont abzeichnenden ersten Corona-Hoffnungsschimmer, kontaktierte ein Workshop-Veranstalter und guter Bekannter von mir mehrere renommierte Wiener Hotels um Angebote für sehr geräumige Seminarräume, Stichwort Abstandsregel, einzuholen. Alle Angebote bewegten sich indes in überraschender Höhe. Die Preise waren während Corona um bis zu 300% gestiegen. So sind die eben jetzt, die Preise, lautete der Tenor auf die überraschte Nachfrage, ob denn da gleich die Nächtigung für die ganze Gruppe inkludiert sei. Und ja, natürlich gibt es da draußen auch die Hotels, die Privatgästen mit schlauen Kommunikationskampagnen, Corona-Rabatten und kulanten Storno-Bedingungen die Entscheidung wesentlich leichter machen und die auch darüber sprechen. Aber wie schaut es im B2B-Bereich aus? Ich habe keine Ahnung. Wenn es da draußen spannende Angebote gibt, dann verbreitet die doch auch mal über die richtigen Kanäle und überdenkt eure PR-Strategie. Da draußen warten nämlich eine Menge hungriger Workshop-Anbieter und natürlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die genug haben von 2D, manchmal vielleicht sogar 3D-Gesichtern und die endlich viel lieber wieder den exquisiten Duft von Real-Life-Coachings tief inhalieren möchten. Und das ist nur ein Beispiel. Wir erleben eine wirtschaftlich fordernde Zeit. Unternehmen streichen ihre PR-Budgets. Wir erleben immer wirtschaftlich fordernde Zeiten. Wenn ich unsichtbar bin für meine eigene Zielgruppe und wenn ich meinen Kunden im PR-Bereich bloß einen Pressetext statt Kommunikation mit Leads und statt Dialog mit der Zielgruppe versprechen kann, warum sollten die ihr Budget dann ausgerechnet für mich ausgeben? Wir gehen am Freitag den essentielleren Fragen auf den Grund. Wie machst du dich als PR-Expertin oder PR-Experte für B2B-Kunden sichtbar? Wie kannst du LinkedIn in deine PR-Konzepte integrieren? Sei mit dabei diesen Freitag von 11 bis 12 Uhr. Die Veranstaltungen des Public Relations Verbands Austria kosten normalerweise 25 Euro Eintritt, aber weil ihr es seid, habe ich ganz nett gefragt und wie anfangs erwähnt, ihr seid alle eingeladen, die Teilnahme ist gratis. Bitte registriere dich über die PRVA-Seite. Den Link findest du im ersten Kommentar. Ich freue mich auf Freitag.